Heute ist Montag, da müssen Aktien ja steigen und so ist es dann zumindest teilweise gekommen. Wir hatten den typischen Montagsoptimismus, der dann sich allerdings ein bisschen relativiert hat. Also so wahnsinnig viel vorangekommen sind wir heute nicht. Der Nasdaq ist sogar ins Minus gedreht, auch der DAX war intraday deutlich höher. Aber was passiert da eigentlich an den Märkten? Jim Bianco hat heute Folgendes in einem Interview gesagt, was ich sehr bezeichnend finde. Der hat gesagt, es läuft eine riesige Wette, dass extrem teure Aktien noch teurer werden und vielleicht kann das ja funktionieren, dass Dinge, die schon extrem teuer sind, noch teurer werden. Und Jim Bianco spricht hier von den US-Märkten, nicht vom DAX. Dann zeigt er hier zum Beispiel die sogenannte Forward Price Earnings Ratio so hoch wie seit der Dotcom-Bubble nicht mehr. Und es ist ja nicht nur der Tech-Sektor, der mit einigen großen Fang-Aktien sehr, sehr sportlich bewertet ist, sondern es sind auch zum Beispiel die Healthcare Aktien, also aus dem Gesundheitssektor, aus dem Pharmasektor. Es sind die Energiewerte, die Energieaktien, die jetzt so stark angestiegen sind. In all diesen Werten ist schon die Realisierung einer Durchimpfung der Bevölkerung drin, dass also praktisch die Normalität uns wieder einholen kann, dass diese Corona-Krise irgendwann hinter uns gelassen werden kann. All das ist schon drin und dennoch ist sozusagen hier noch ein Schnaps an Bewertungen da. Man startet also von einem extrem hohen Plateau in eine Situation, die man jetzt als sicher erachtet und vielleicht kommt sie so, aber es ist sozusagen ein optimales, ein perfektes Szenario eingepreist, das dann wirklich auch noch besser wird, dass diese wahnsinnige Bewegung nach oben in Konjunktur, Unternehmensergebnisse etc. wirklich mit sich bringt. Hier übrigens von Jim Bianco sehr empfehlenswerte Bianco Research, sehr guter Twitter-Kanal, sehr gute Homepage, sehr, sehr gute Analysen. Schauen wir uns mal an, wo wir denn derzeit sind. Wir haben ja schon in diesem Monat über 10% gewonnen, einer der besten November, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten gesehen haben. Und jetzt ist die Situation, dass sozusagen die Sache natürlich nicht mehr ganz günstig ist. Wir haben hier zum Beispiel ein Bewertungsmodell, 15 Kriterien. Hier zusammengefasst, wo stehen wir jetzt? Wir stehen höher als in der Tech-Bubble. Wir stehen eigentlich sogar um und bei da höher, beziehungsweise gleich hoch wie Ende der 1920er Jahre, als ja auch eine massive Euphorie herrschte. Und hier sind mal diese einzelnen Sektoren, sind 15 Sektoren, die hier Crescent Capital mal zusammengefasst hat. Und bei 11 von ihnen sind wir in der allerobersten Perzentile. Das sind so Geschichten wie Market Cap zu GDP, also Marktkapitalisierung des Aktienmarkts in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der USA. Oder wir haben hier Median Price to Sales, also Kapitalisierung der einzelnen Aktien in Relation zu den Verkäufen des Unternehmens. Man kann hier viele zusammenfassen. Die niedrigste Bewertung ist das Aggregate Price to Book, also das Preis-Buch-Verhältnis mit nur 91%. Aber wie gesagt, 11 von 15 Kriterien sind bei 100% oberste Perzentile. Die anderen sind auch alle über 90. Und jetzt haben wir eine Situation, wo sozusagen die Stimmung ist, kann nichts schiefgehen. Alle sind bullish. Wir haben hier den Sentiment Indicator, der zum Beispiel hier aus verschiedenen Stimmungslagen, Börsenbriefe, Positionierungen, Aussagen von Umfragen von Privatinvestoren und von Profi-Investoren. Wir haben also jetzt den höchsten Wert eigentlich seit langer, langer Zeit und wir sehen, dass auf der anderen Seite eben die Profi-Investoren all in sind. Man ist sogar mit mehr drin, als man Cash hat. Das entsteht durch Hebelungen, durch Optionen zum Beispiel über 106, wie hier Sven Hendrik zeigt, und wir haben gleichzeitig massive Zuflüsse in Aktien-ETFs gesehen jetzt kürzlich. Wir haben insgesamt in den letzten beiden Wochen die höchsten jemals zu verzeichnenden Zuflüsse in die Aktienmärkte gesehen. Also hier eine Euphorie. Wir haben Kennzeichen wie viel Prozent der Aktien im S&P 500 sind über ihrem 200-Tage-Schnitt. Man könnte die Aufzählung weitermachen. Ist ja alles okay, kann noch extremer werden, gar keine Frage. Aber normalerweise sind solche Extreme nur eine Frage der Zeit, bis sie sich abbauen, bis sozusagen hier wieder einigermaßen Durchschnittswerte erreicht werden. Das zumindest war in der Vergangenheit so. Und wir sehen übrigens auch, dass wir jetzt die sogenannten Financial Conditions
auf einem Allzeittief haben. Also die Finanzkonditionen sind so lax wie nie zuvor. Da fließen unter anderem die Aktienmärkte ein, aber auch die Kreditvergabe. Also es ist sozusagen eine optimale Welt und da müssen die Notenbanken natürlich noch sehr, sehr viel Lockerung betreiben, damit diese Finanzkonditionen noch lockerer werden. Und auf der anderen Seite geht alles raus aus der Anleihen. Wir sehen hier die größten Abflüsse etwa aus einem BlackRock ETF für Anleihen, die zwischen 7 und 10 Jahre Laufzeit haben, außer den USA. 2,2 Milliarden wurden da von den 16 Milliarden abgezogen, also gut ein Achtel ist auf einen Schlag in einer Woche abgezogen worden. Warum? Weil man dieses Geld wahrscheinlich in Aktien gepackt hat, das heißt alle raus aus Staatsanleihen, alle rein in Aktien. Das ist sozusagen auf verschiedenen Fronten, bei Gold ist es ähnlich, will ich gleich mal zeigen. Und jetzt ist aber die Situation, dass alle in Aktien drin sind, wie JP Morgan sagt, aber sie müssen auch teilweise wieder raus, denn viele Fonds, die haben sozusagen eine Vorgabe, wie das Verhältnis sein muss zum Jahresende zwischen Aktien und Anleihen. Viele Fonds können ja zum Beispiel nicht nur Aktien kaufen, sondern brauchen auch einen bestimmten Prozentsatz an Anleihen im Depot. Meistens hier 60% Aktien, 40% Anleihen. Und da muss dann, weil man so stark übergewichtet ist, praktisch kaum auf Cash sitzt, muss dann eine Readjustierung beginnen, muss also sozusagen dieser Aktienanteil abgebaut werden. Jetzt kommt morgen Stanley und sagt, naja, also wir glauben, dass es jetzt schwierig wird, weil eben sozusagen die Märkte jetzt die Fed wie auch vor allem den US-Kongress stressen wollen, praktisch wie ein Kind an der Supermarktkasse, das so lange quengelt. An der Supermarktkasse sind ja die Süßigkeiten vielleicht, wie Sie wissen, nicht zufällig so lange quengelt, bis man als Erwachsener sozusagen entnervt aufgibt und sagt, ja hier hast du, nimm mit, damit die Ruhe ist. Und die Märkte wollen ja auch eins, sie wollen eigentlich den Stimulus. Jetzt hat heute der Präsident-elect Biden gesagt, ja, also ich bin nicht bereit, unter die Forderung, die wir vorher gestellt haben, zurückzugehen. Also nichts unter 2, irgendwas Billionen, das muss schon sein. Aber Problem ist, die Republikaner werden dem nicht zustimmen. Wenn Biden also hart bliebe oder die Demokraten hart blieben, dann gibt es erstmal keinen Stimulus, gibt es erstmal keinen Kompromiss. Morgan Stanley sagt, naja, jetzt werden die Aktienmärkte so zetern irgendwann, dass dieser Kompromiss gefunden wird. Schauen wir uns mal die Konjunkturdaten an. Europa ist wieder in der Rezession, respektive die Eurozone. Einkaufsmanager-Index deutlich unter die 50er-Marke gefallen, Gewerbe deutlich besser, Dienstleistungen schwach, klar, die sind von diesen Lockdowns am meisten betroffen. In den USA ist die Situation anders, da hatten wir heute den besten Wert seit vielen, vielen Jahren mit 57,9 der Gesamtindex. Und vor allem, was auffällig ist, und darauf haben die Märkte reagiert, die Preise sind so stark gestiegen wie noch nie zu einem Vormonat. Also wir haben offenkundig Inflationsdruck, da ist natürlich auch die beste aller Welten eingepreist. Der Impfstoff kommt, der Impfstoff ist da, dann wird alles nach oben gehen, dann werden wir auch mal die Preise ein bisschen anheben. Das hat so heute dann Gold unter Druck gebracht, später dazu gleich mehr, und den Dollar gestärkt. Gleichwohl sagt JP Morgan, wir werden wahrscheinlich jetzt im ersten Quartal ein negatives Quartal haben, dann zweites, drittes Quartal besser, wenn eben diese Impfstoffgeschichte Realität werden sollte. In der Summe aber sehen wir natürlich noch wahnsinnig viele Probleme allein am US-Gewerbeimmobilienmarkt. Es sind Mieten im Volumen von 52 Milliarden Dollar rückständig von Privatwohnungen, die ihre Miete nicht bezahlt haben, oder Menschen, die zur Miete wohnen und ihre Miete nicht bezahlt haben, gar nicht zu reden. Hier geht es nur um den gewerblichen Bereich. Da dürfte in Deutschland auch einiges noch offen stehen. Und wir haben wieder neue interessante Dinge von Donald Trump. Donald hat gesagt, jetzt werde ich den Chinesen noch mal eins von Karren hauen. Es sollen weitere neue Aktionen gegen chinesische Unternehmen geben, neue Sanktionen also. Das ist ja das, was sozusagen Trump jetzt noch versucht, in den letzten Tagen und Wochen möglichst viel seiner Lieblingsdinge umzusetzen. Und wir haben hier eben dann gesehen, dass der Dollar nach oben gegangen ist. Hier sehen Sie den Dollarindex in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gesagt? Es ist wie eine Befreiung für mich, es endlich wieder mal zu sagen. Ja? Also hier der Dollarindex, der ist massiv nach oben geschossen, nach diesem starken Einkaufsmanager-Index aus den USA. Jede wette, dass der das nächste Mal nicht mehr so gut ausfällt, aber egal. Und wir sehen, dass eben Dollar hier, dass Gold massiv gefallen ist. Auch ein Chart von Capital.com. Heute übertreibe ich es ja fast, gell? Aber wir sehen, dass hier Gold deutlich unter Druck gekommen ist, und wir hatten kurz vorher ja massive Abflüsse von goldbasierten Produkten.
Also auch hier zeigt sich alle raus aus Gold und erinnern wir uns, vor nicht allzu langer Zeit war die Stimmung gegenüber Gold auch total bullisch. Kann nur nach oben gehen, kann nur weiter steigen, ist eine Zeit lang dann auch gestiegen, ist immer weiter gestiegen, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss mit lustig, irgendwann sind die Charts zu steile, zu fahnenstangenartig und dann wird es schwieriger. Jetzt plötzlich Pessimismus gegenüber Gold, jetzt plötzlich ein unbändiger Optimismus gegen Aktien. Natürlich können die Märkte weiter steigen, aber das Chance-Risiko-Verhältnis erscheint mir auf gegenwärtigen Niveaus eher ungünstig mit der Situation, dass alle All-In sind in Aktien, mit der Situation, dass die beste aller Welten eingepreist ist, mit der Situation, dass aus den Asset-Klassen Gelder abgezogen wurden wie Anleihen und Gold und oft passiert da dann genau das Gegenteil von dem, was die allermeisten Leute glauben. Schauen wir mal, ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.